Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu Resident Evil 3. Ja, im letzten Part ist sehr viel passiert. Wir haben die Stromaggregate wieder zum Laufen bekommen. Und uns ist Ingo, wir nennen ihn jetzt einfach mal Ingo, so wie wir ihn im letzten Part auch schon Ingo genannt haben, begegnet, der uns töten will. Ich habe mal auch nachgeguckt, ich dachte als erstes, dass es dieser Mr. X aus dem zweiten Teil ist, aber nein, das ist ein anderer. Und ja, jetzt sind wir in der Kanalisation, müssen schauen, wie wir, wie wir irgendwie hier rauskommen. Und wir haben einen Gamma getötet. Das ist so ein froschähnliches Vieh. Vielleicht sehen wir das auch gleich. Weiß nicht, habe ich irgendwas übersehen? Ich kann glauben. Er hat mehrere Schrot gefressen. Ich hoffe, er bleibt auch tot. Da ist er. Ja. Aber eigentlich sind sie freundlich. Nur weil ich fremd war in ihrem Revier. Deswegen haben sie mich halt attackiert. Na. Und wo soll hier bitte noch... Oh. Ja gut. Ich habe eine Handgranate übersehen. Oh. Wahnsinn. Also langsam vorangehen. Oh, guck mal, da ist schon einer. Ich sehe ihn. Also war es doch nicht nur einer, es waren mehrere. Okay, dann als nächstes links zum Labor. Hallo Gamma. Bam! Ich hoffe, er ist tot. Sieht gut aus. Mutierten gegrillten Fisch. Yum, yum. Es geht aber auch nach rechts, ne? Ja. Ich denke mal, die kann man auch mit der Handgranate weghauen, aber dann muss ich genau in den Mund treffen. Oh Gott, Leute. Haben wir hier irgendwas übersehen? Natürlich. Oh, sind das Brandgranaten? Die kennen wir doch noch aus dem zweiten Teil. Hallo? Kombinieren? Wieso geht das nicht? Wartet mal. Achso, ich muss... Ah, ich muss das nachladen. Ja. Haben wir jetzt hier alles? Nein. Ah, doch, hier schon. Okay, was haben wir denn hier? Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch ein paar Zombies rumlungern. So die Mitarbeiter und so. Sind irgendwelche Gläser. Aha. Den brauchen wir. Wow, wie groß der aber auch ist. Wahnsinn. Ich will jetzt nicht nochmal da zurück. Nur wegen einem Schießpulver. Was haben wir hier noch? Ich muss aber. Ein Liebesbrief! Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind.
Ich denke oft an den Tag zurück, an den ihr alle geschlüpft seid, meint er jetzt die Gammas anscheinend. Eure kleinen Stimmchen ließen mich stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die Seuche. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich. Wegen ein kleiner paar Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass meine geliebten Hunter-Gammas wahrhaft überlegen sind. Hier kriegt man auch nochmal den Tipp. Und ja, wir müssen. Aber ich kann ja irgendwie nicht zurück. Kann ich nicht irgendwas ablegen? Irgendwas? Obwohl, wartet mal. Ich habe eine Idee. Wollen wir jetzt unseren Akku? Ah, hier kann ich sowieso noch nichts einsammeln mehr. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Ja. Hier und dann da oben hoch. Und natürlich kommt ihr her! Ich muss nämlich gleich nochmal zurück. Wahrscheinlich, weil ich den Akku eingesammelt habe. Wie viele von diesen Viechern sind denn überhaupt geschlüpft? Ich wollte es doch unbedingt mal mit der Granate versuchen. Jetzt ist es zu spät. So, wir können jetzt nämlich in den einen Raum rein und ich glaube, da kommen wir nämlich zurück. Ist aber gut angeschlagen. Ja. Jetzt kommen wir nämlich hier rein. Schon. Oh, da ist die Wache. Willst du noch eine? Mach deinen Mund auf. Gott. Ach, muss unbedingt gleich zurück. Oh, das ist wieder so ein Rätselding. Ach. So, ich kann die Tür jetzt aber auf jeden Fall erstmal aufmachen. Ah, und hier komme ich in den Safety Room. Wuhu! Oder? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, komme ich da unten zurück. Ah, ja. Perfekt. Perfekt. Ich muss mich aber orientieren hier einmal kurz. Genau, und hier oben ging es in den Safety Room.
Da muss man auch noch irgendwie hinkommen. Fragt mich bitte. Aber nicht wie. Hier ist noch eine Tür versperrt. Ja, wir gehen erstmal in den Safety Room. Ganz, ganz wichtig. Die bringt mir eigentlich, zumindest bei den großen Viechern, nichts. Deswegen werde ich sie mal verstauen. Genauso wie die hier. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber selbst dann haben wir nur so wenig Platz. Ich komme doch sowieso gleich nochmal zurück. Kräuter brauche ich auch auf jeden Fall. Und abspeichern, falls irgendwas passiert. Dankeschön. Mal kurz orientieren. Okay, dafür brauchen wir auch wieder einen Akku. Den Akku holen wir uns gleich. Ich will nämlich nochmal zurück. Weil ich glaube, die ein oder andere Brandgranate können wir uns nämlich noch herstellen. Ich hoffe, ich mache es auch richtig. So. Da war das Büro und wir müssen aber ins Labor, geradeaus und danach rechts. Sieht gut aus. Und hier soll ich auch irgendwas übersehen haben. Hier komme ich nicht drüber. Wir gehen erstmal nach oben. So. Hochwertiges Schießpulver. So, dann sollten wir hier drinnen alles haben, oder? Nein. Oh, hier ist irgendwas Ärztliches noch. Oh ja, eine Heilpflanze. Komm mal her. Damit sind wir wieder gesund. Ergibt bei Kombination von zwei einheitlichen Granaten. Ah doch, ist doch richtig. Kann ich mir nämlich ein bisschen Schrot sparen. Jetzt haben wir hier aber alles, oder? Ja. Aber hier war ich noch nicht. Ja, hier. Müssen wir da überhaupt lang? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Vor allem, wo soll es denn da lang gehen? Hier. Okay, einfach eigentlich geradeaus. Hallo? Jemand zu Hause?
Ah, warte, da ist ein Zombie. Du lebst doch bestimmt, oder? Und ja, Flint Money hat sich gelohnt. Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eines von diesen Dingern hat ihn in einem Stück verstungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, dass das nicht sein kann. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammte, stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus dem Tunnel raus. Um die verdammten Cops kann ich mich auch auf die und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, hau ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Aber hier ist doch eine Leiter. Ah nee, das ist eine Sackgasse. Verstehe. Wir gehen aber auf die Brandgranaten. Als einer wirklich nochmal von diesen Viechern kommt. Irgendwie tun sie ja mir schon ein bisschen leid, ne? Was ich noch sagen wollte, wenn man ein Schloss öffnet, dann fällt das Schloss ja runter, also hier im Game. Und dann, wenn du später wiederkommst, ist das sogar noch auf dem Boden. Das sind zwar kleine Details, aber da sieht man, dass die Entwickler sich Mühe gegeben haben. Müssen wir erstmal schauen. Habe ich genug Platz? Ja. So, jetzt schauen. Okay, jetzt sind wir hier. Geradeaus und dann rechts. Und da ist auch noch ein Leiter. Okay. Da geht's da lang. So, glaube ich, nur eine Tür, die ich aufmachen kann, ne? Ah ne, von da kommen wir ja her. Ja. Bin auch blöde. So, hier müsste jetzt die Wache sein, richtig? Ja. Gürteltasche. Schön. Haben wir hier noch was? Nein. Schießpulver, Schießpulver. Kombinieren. So, wo geht's jetzt lang? Beziehungsweise wo müssen wir lang? Geradeaus und dann die Leiter, okay. Oh, den Akku müssen wir noch mitnehmen, ganz vergessen. So, und jetzt gehen wir erstmal wieder in den Safety Room. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Oh, ich habe sogar alles. Wahnsinn. Hier war doch irgendwo der Safety Room. Ja, hier. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was ablegen hier.
Können wir den wieder mitnehmen? Die Dinger bringen mir eh nichts. Okay, hier komme ich nicht lang, ist klar. Ich hatte doch irgendwo noch eine Tür, wo ich nicht... wo ich dieses Ding brauchte. Muss ich selber nämlich erstmal schauen. Ja, genau da vorne. Sieht so aus, als wenn wir rauskommen. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin hier los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Ja, natürlich. Was hat denn da der jetzt? Das ist ein Flammenwerfer. Hier scheint es einen Ausgang zu... Ist es ein Ausgang? ...zu geben. Habe ich meine Ruhe? Ich kann Waffen benutzen. Kann ich mich in Ruhe umsehen? Oder kommt er gleich? Okay, wir können nach oben und da ist eine Tür. Und Safety Room. Schön. Hier gibt es nochmal Healing, okay. So, okay. Als allererstes. Du kommst wieder rein hier. Du auch. Pistolenmunition von 60, gib ihm. Explosivgranaten, schön. Haben wir wenigstens etwas. Wir haben immer noch 4 freie Slots. Entspannt. Sogar 5. Wenn wir den jetzt verstauen können. Entspannt. Schnell nach oben. Oh, hier scheint es zu U-Bahn zu gehen. Ingo. Ich krieg dich! Wenn ich dadurch Munition gespart habe, ist es mir alle Male wert. Muss hier raus. Schnell. Yep. Frage, könnte ich jetzt noch in den Safety Room? Das schöne Safety Room. Ja, natürlich. Der Typ ist krank einfach. Ingo, hör auf. So wirst du nie eine Freundin bekommen. Ich weiß, du bist einsam, aber...
Das kann doch nicht dein Ziel sein. Hoch mit dir, hoch! Was? Schon wieder? Oh, schon wieder ein Safety Room? Ja, hallo, was haben wir hier? Nein. Abrisszögerungsankündigung. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Benneby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklinken der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Hab ich hier noch was? Nein. Ich habe hier eine Schreibmaschine. Ja gut. Ich finde es gut, dass man öfter abspeichern kann, ne? Aber. Kämpfe ich jetzt gegen ihn, oder was? Natürlich. Die Kreatur besiegen. Ja, super. Ich habe zwar Brandgranaten, aber... Liebe Entwickler. Ah, da muss ich erst wieder aufladen. Wo ist denn der zweite Generator? Noch geht. Oder muss ich einfach nur Zeit schinden? Ich weiß es doch nicht. Ja, ich muss Zeit schinden. Du! Ah, okay, ich muss einen Tank treffen. Warum sagst du mir das erst jetzt? Noch bin ich auf Warning und da hinten konnte man noch was einsammeln, habe ich gesehen. Ja, ist klar. Egal, das ist Heilung, das nehme ich gerne mit. Oh Gott. Verdammt. Oh, wir sind immer noch auf Warning. Das ist entspannt. Dann komm mal her, mein Freund. Ah, jetzt wird er sauer. Oh, Leute. Oha! Flammen! Flammenwurf auf... Okay, Flammenwurf ist das jetzt nicht. Oh, oh! Wir sind aber... Okay. Oh, der hat getroffen! Ich bin froh, dass ich die kleine Waffe mitgenommen habe.
Oder Schrot wird. Oh, 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 oh. Hallo? Oh, oh. Oh, guck mal, was wir hier haben. Da hat erst wieder was gespawnt. Explosivgranaten! Ich hoffe, ich überlebe das irgendwie. Na komm, ein Dings nehmen wir mal. Dann sind wir wieder auf gesund. Voll auf den Kopf. Oh, Leute. Jetzt kommt wieder sein Flammenwurf. Ach, leckt mich doch. Oha, wie schnell bist du, Bro? Ich habe gesehen, der Dings ist wieder aufgeladen. Jo, ist wieder aufgeladen. Und jetzt? Was soll ich machen? Ich glaube, jetzt ist er sauer, oder? Ja, toll. Was jetzt? Boah, wie? Ja, Stromding, lade dich bitte wieder auf. Dafür habe ich jetzt wahrscheinlich die Brandgranaten bekommen. Vermute ich einfach mal. Alter. Ja. Aber sind die Brandgranaten da? Boah, ich krieg keine richtige Chance zum Schießen. Jetzt! Oh nein! Ich lebe aber noch, oder? Ja. Was hat mich das an Gesundheit gekostet? Puhu. Ja, ist klar. Brandgranaten. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ist das Stromding wieder aufgeladen? Ja. Ja, aber es bringt mir nichts. Oder muss ich die explosiven Granaten nehmen? Das kann auch sein. Ach, lauf, ich bin nicht so schnell. Alter, aber wie der ausweicht, ne? Ich muss aber auf den Boden schießen. Ich glaube, da habe ich... Letzter Heilo. Obwohl, warte mal. Ich will mal was schauen. So. Ich werde jetzt nicht meine ganze Munition gegen diesen Dude verschwenden. Okay, er ist wieder bereit. Oder muss ich wieder auf seine Dings schießen? Zielen. Auf seine Waffe. Keine Ahnung. Ja.
Ja. Dankeschön. Spring, Jill, spring! Mehr oder weniger. Au, das hat weh. Ja gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und drei Comments da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von Resi 3 wieder. Bis dann.